vielleicht noch eine kurze Ergänzung dazu. Vor 2 Wochen oder so stand das Ergebnis einer OECD-Untersuchung in der Presse, wo also auch festgestellt worden ist, dass Deutschland also beim Mittelaufkommen für Kinderarbeit und so weiter gar nicht so schlecht liegt, aber bei der Effektivität halt stark hinterherhängt. Das wird ja zum Teil unterstützen, was Herr Hilgers gerade gesagt hat, dass Mittel da sind, aber sie eben nicht angewendet werden. Aber vielleicht jetzt auch zur Diskussion. Kinderwohnsicherung ist ja eine Forderung des Deutschen Kinderschutzbundes im Zusammenhang mit anderen Organisationen. Ich glaube, 7 oder 8 Organisationen haben sich zusammengeschlossen ja im Mai, um, wie gesagt, diese Kinderwohnsicherung zu fordern. Also ich sage mal so, nach meiner Wahrnehmung hat das bis jetzt im Wahlkampf eigentlich entweder keine oder nur sehr untergeordnete Rolle gespielt. Vielleicht wäre das hier heute Abend mal die Gelegenheit, einfach dann mal über das Für und Wider und über die Möglichkeiten zu diskutieren. Das wäre sicherlich der eine Punkt und ja, was sicherlich dann auch nochmal besprochen werden könnte, wäre der Zusammenhang zwischen Hartz IV und Kinderarmut. Also mit Steigen von Hartz IV wächst die Kinderarmut und so weiter. Ich meine, nachweislich ist, zumindest wenn die Zahlen stimmen, dass seit der Vereinigung 89-90 die Kinderarbeit sowohl in Ost und auch West ja kontinuierlich gestiegen ist. Ne? Und ja, da vielleicht dann auch mal versuchen, Ursachen, Gründe, der Hilgers hat ein paar genannt, aber vielleicht gibt es ja unter den Parteien noch Dinge. Fangen wir an. Ja? Okay, ich habe mich da selber auch lange drüber unterhalten, gerade an den Wahlkampfständen, sowohl mit Hartz-IV-Empfängern, das sind auch nicht die einzigen, die Probleme haben. Auch Menschen, die arbeiten, haben in dem Bereich schon Probleme, weil sie einfach nicht genug Geld übrig haben, gerade auch für die Bildung ihrer Kinder. Ich denke, das ist einfach ein Ansatz. Wir würden, glaube ich, alle gerne, sind wir uns einig, mehr Geld für das Sozialsystem zur Verfügung stellen, für Leute, die Hartz-IV empfangen. Aber wem wir das wegnehmen, ist doch im Prinzip der Mittelschicht. Und wenn die Leute noch weniger Verfügung haben, dann leidet da im Prinzip auch die Bildung runter. Wir haben genau den gegenteiligen Effekt, dass wir nämlich mehr Leute, mehr Kinder vor allen Dingen auch in den Hartz IV und auch in die AWO schicken. Wo wir einen Ansatz sehen, ist zum Beispiel ein Grundfreibetrag. Das soll nicht nur für die Eltern gelten, auch für die Kinder gelten. Die FDP sieht einen Grundfreibetrag von 8.000 Euro. Das heißt, eine vierköpfige Familie hätte insgesamt einen Grundfreibetrag von 40.000 Euro und müsste darüber hinaus erst Steuern zahlen. Und das würde vor allen Dingen, fangen wir mal bei der frühkindlichen Betreuung an, bei den Kindertagesstätten, gerade da, warum soll eine Kinderbetreuerin, wenn die selbst wahrscheinlich gerade, die selbst nicht so viel Netto raus hat, noch mehr belastet werden und kann sich selbst auf ihren Job nicht mehr konzentrieren. Da brauchen wir einfach auch diesen Grundfreibetrag, ein gerechteres Steuersystem, dass diese Frau auch wieder mehr Netto raus hat, um sich entsprechend auf ihren Job auch konzentrieren zu können. Das ist der Weg der FDP. Ich denke, wir diskutieren noch viel darüber. Das reicht jetzt als erstes Statement mal von mir dazu. Herr Müller. Ja. Dann. Sie wollen heftig widersprechen. Kommen wir gleich in einen schönen Kontrast rein. Also die Linke nach der FDP dran zu nehmen, ist, glaube ich, dann eine gute Idee, weil wir dann wirklich den anderen politischen Polen vertreten. Also das mit den Unfallbeträgen, das hilft ja den Leuten nicht. Was den Leuten wirklich hilft, ist, dass sie Geld in die Tasche bekommen. Das, was Herr Hilgers angesprochen hat, die Kindergrundsicherung, das ist etwas, was auch einer unser Programm gefunden hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn Hartz IV ist natürlich auch eine Ursache, die Kinderarmut verstärkt hat. Das ist ja schon alleine deshalb der Fall, weil Arbeitslose eben viel schneller in den Bezug von ALG II kommen, also quasi in die Sozialhilfe oder in die Nachfolgeregelung, als es früher der Fall war, als es noch den Puffer der Arbeitslosenhilfe gab. Und diese Folgen sehen wir ja auch. In meinem kleinen Gemeinwesen in Aachen, wo ich wohne, da haben wir jetzt glücklicherweise nach langen Diskussionen einen Sozialentwicklungsplan, der also genau die Phänomene der Armut auch zeigt, sodass wir das auch sehr genau belegen können. Das ist erschreckend. Es gibt natürlich einige Stadtteile, da wird jeder sofort sagen, da ist die Armut besonders groß, das ist ganz klar. Aber es ist auch erschreckend, wie das auch langsam in andere Stadtteile ausgreift, wo man das noch nicht so auf dem Schirm hat. Also es ist ein zunehmendes Problem und der Hilgers hat ja die Zahlen genannt. Wir müssen viel Geld in die Hand nehmen, um Kinderarmut zumindest im Rahmen des Möglichen, damit auch bei Hilgers das ganz hinzukriegen, ist wahrscheinlich
gar nicht möglich, aber so viel wie möglich zu machen. Und um dieses Geld zu haben als Staat, müssen wir natürlich gucken, wo wir es auch verkehrt eingesetzt haben bisher. Und da ist eine erhebliche Fehlsteuerung, die derzeitige Regelung beim Kindergeld. Kindergeld kriegt jede Familie, egal wie wohlhabend sie ist, aber die, die am wenigsten haben, die alle die zwei bekommen, die bekommen es angerecht, die bekommen es also nicht. Das geht nicht, das darf nicht sein. Und das kann man eigentlich relativ kurzfristig machen. Nicht? Also die Nichtanrechenbarkeit vom Kindergeld, das ist ein Gesetz, das könnte man jetzt schon oder hätte man jetzt noch im alten Bundestag machen können, wenn zum Beispiel SPD und Grüne möglicherweise gleich erklären, dass sie das auch finden, dann wäre eine entsprechende rechnerische Mehrheit ja da. Thema Bildung. Können wir da einen Schnitt machen und vielleicht können wir SPD und Grüne gleich fragen. Wenn was falsch unterstellt, fragen wir lieber mal. Ja, ich würde gerne mal ein Stück weiter ausholen. Ja? Sie sprachen vorhin über Mütter und vor allen Dingen berufstätige Frauen, die gerne zu dem Kinderwunsch hinführen wollten, über die Gesellschaft. Ich möchte noch mal deutlich sagen, zum Kinderkind gehören zwei, Männer und Väter. Und wir haben mittlerweile eine Generation, die im gebärfähigen Alter ist, ich sage jetzt von beiden, die sich zu einer Generation später entwickelt hat. Diesen Kinderwunsch immer weiter ausschieben und damit natürlich für einige dann auch in die Situation kommen, dass es zu spät ist für diesen Kinderwunsch. Das heißt, aufgrund der hohen Umweltbelastung sinkt auch die Fruchtbarkeitsrate sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Das ist so ein Problem. Ja, noch das stärker als Frauen. Stärker, noch stärker. Ja, wir wollen jetzt das nicht noch stärker. Das ist ein Problem. Wir haben aber weiterhin das Problem, dass nach wie vor in unserer Gesellschaft es für Frauen immer noch die Entscheidung ist, Beruf oder Kind. Unsere Gesellschaft hat, anders als Frankreich, immer noch das Leitbild, dass es das Beste ist für ein Kind, wenn es von der eigenen Mutter erzogen wird. Das ist so, das können wir auch nicht wegdiskutieren und es kommt an ganz vielen Ecken noch dazu. Das führt dazu, dass die Entscheidung Kind oder Beruf bei Frauen getroffen wird und wenn sie sich für das Kinder entscheiden, die wir natürlich, was wir gerne wollen, führt das aber immer aus dem Rückzug, aus dem Beruf und damit nach einer größeren Pause von einigen Jahren natürlich in die Problematik, wieder in den Beruf einzusteigen. Und damit sind wir ganz schnell unten an dem Punkt, Hartz IV, wenn die Beziehung dann mal nicht so weiterläuft, wie es häufig ist. Und dann sind wir dann, wir haben arme Kinder, weil wir arme Eltern haben. Das ist so. Und deshalb müssen wir bei der Frage der Kinderarmut ganz klar den Fokus so richten auf die Eltern, auf die Mütter und die Väter, da an der Stelle ansetzen. Das ist wichtig. Dazu gehört eben Vereinbarkeit von Frauen und Beruf. Ganz klare alte grüne Forderung, das muss stärker ausgebildet werden. Wir brauchen eine Ganztagsbetreuung, wir brauchen sowohl im Vorschulbereich als aber auch nach einem Schulbereich ganzheitliche Schulkonzepte, um dieses Dilemma einfach aufzulösen. Aber wir brauchen auch einen gesellschaftlichen Konsens, der auch jungen Familien einfach den Rücken frei nimmt und ihnen auch die Möglichkeit gibt der Betreuung. Und wir haben einfach ein anderes Klima in Frankreich oder in England. Also bei uns, wenn es um die Frage geht, wer erzieht am besten seine Kinder. Und da, glaube ich, sind wir auch als Politik und auch als Gesellschaft gefordert. Das ist nochmal so der Überbau, ja, aber das andere kann ich ganz kurz machen. Was zu sagen, Vorschlag? Wir haben ein Konzept erarbeitet in den letzten zwei Jahren. Wir möchten gerne eine Kindergrundsicherung einführen, die einkommensorientiert ist. Jedes Kind hat einen Anspruch auf eine Kindergrundsicherung. Diese Kindergrundsicherung wird denn, wenn die Eltern verdienen, auf das Einkommen draufgeschlagen. Das heißt, es wird entsprechend versteuert. Wo kein Einkommen ist, ist das Brutto gleich Netto. Das soll sich in der Höhe bewegen zwischen 300 und 400 Euro in diesen Größenordnung. Und jedes Kind hat einen Anspruch darauf. Um dieses Geld zu finanzieren, auch das haben wir durchgerechnet, wollen wir natürlich an das Ehegattensplitting ran. 10 Milliarden, die man sinnvoller in ein Familiensplitting, so könnte man das an der Stelle nennen, umswitchen wollen. Natürlich reicht das nicht aus, dazu hat man noch Bildung und so weiter, aber das sind erstmal die elementaren Sachen, die an dieser Stelle machen. Und da würden wir von der Linken, habe ich dazu bisher noch kein ausgearbeitetes Konzept gesehen. Das wollen wir natürlich machen und dafür werden wir uns auch in der nächsten Legislaturperiode massiv einsetzen.